Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Elixan und das hier ist mein Sandkasten. Yay, wir spielen im Sandkasten, wir spielen im Sandkasten, juhu. Ja, und auch für heute habe ich mich mal wieder bestens vorbereitet, Themen rausgesucht, über die wir denn so reden könnten. Und das Thema heute stammt von Tim, der was Interessantes geschrieben hat. Dazu hatte ich beim letzten Mal keine Zeit mehr, um darauf noch mit einzugehen, aber ich fand es trotzdem witzig, deshalb will ich halt drauf eingehen, ne? Und zwar schreibt er, Moment, in Klammern, auch das mag komisch klingen, wie stehst du zur Jugend von heute? Weil viele sagen, vor allem meine Generation wäre besonders schlimm. Das Thema finde ich extrem toll. Das ist ein richtig schönes Thema, das wird bestimmt auch lustig. Wie stehe ich zur Generation von heute? Zu der jungen Generation, zu der neuen Generation, zu den frischen, unverbrauchten Köpfen, die noch Ideale haben oder so und unsere Zukunft sind oder was weiß ich. Ehrlich gesagt, die aktuelle Generation ist mir relativ egal, weil ich mit kaum jemandem was zu tun habe. Ne? Also, das, was du da ansprichst, nee, so weiß man nicht. Also, sagen wir mal so, mal abgesehen von euch, die ich über eure Kommentare kenne oder dergleichen, habe ich mit niemandem zu tun, der jetzt 10 Jahre jünger wäre als ich oder noch jünger. Deshalb kann ich nicht sagen, dass ich da irgendwelche Vorurteile hätte oder sonst was oder irgendwas Positives oder Negatives sagen kann oder was weiß ich was. Das heißt, das ist für mich sowieso schon in gewissermaßen Fremdland. Was mich jetzt also an dem Kommentar eigentlich eher so begeistert, ist diese Aussage, ja, unsere Generation soll ja die schlimmste sein. Das ist so schön. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weißt du, Tim, als ich noch in deinem Alter war und sogar als ich noch ein bisschen jünger war, hat es immer gehießen, wir sind die schlimmste Generation. Wir sind das Schlimmste, was die Menschheit je hervorgebracht hat oder so. Und wir sind ein abschreckendes Beispiel und was weiß ich was. Wir sind halt mal der Abschaum der Menschheit oder so. Und ich finde das extrem cool, weil das ist schon immer so. Das sind die alten Säcke, die halt da rumlaufen und sagen, früher war alles besser und die Jugend von heute ist auch so nichts mehr zu gebrauchen und überhaupt und sowieso. Und das finde ich halt so schön. Ich weiß nicht, wann ich so werden werde, hoffentlich nie, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird das auch bei mir irgendwann der Fall sein, dass ich über die Jugend von heute schimpfe. Ja, aber noch bin ich nicht so weit zum Glück und ich finde das halt einfach lustig, weil wie gesagt, das wurde von uns auch gesagt, wir sind die Schlimmsten. Mhm. Und das wird bei der nächsten Generation genauso gesagt werden und es wird immer so sein. Und es gibt so schöne Beispiele dafür, die ja auch eindeutig belegen, dass die aktuelle Generation, welche auch immer das gerade sein mag, natürlich die Schlimmste ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Generation meiner Eltern denke, die so in den 50ern geboren wurden und sprich so in den 60ern und 70ern dann Jugendliche waren, die waren natürlich eine viel bessere Generation, die nie irgendwas angestellt hat oder sonst irgendwas. Die haben sich halt ihre Freizeit mit, keine Ahnung, Dingen verbracht, die überhaupt nicht fragwürdig sind oder so und die ganz normal sind. Kennt jemand von euch den Film Die Nacht der lebenden Loser? Das ist ein Zombie-Film, in Anführungszeichen. Ist, glaube ich, sogar eine deutsche Produktion, ist eine Komödie, in der es halt darum geht, dass drei Jugendliche sich versehentlich verzombifizieren. Das tut auch gar nichts zur Sache, aber die haben eine Lehrerin. Und die ist halt auch so diese Generation wie meine Eltern. Und die schimpft dann halt auch drüber, wie nutzlos diese und verkommen und ja, zu nichts zu gebrauchen diese neue Generation ist. Und diese neue Generation hat doch nichts, wofür sich irgendwie, was weiß ich, zu leben lohnt oder sonst was. Nichts Positives, was sie auszeichnet oder bla 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 bla. Drückt's aus, wie ihr wollt. Und sie sagt dann halt als Argument, wir hatten ja früher wenigstens noch Hasch und Gruppensex. Ja, das ist natürlich viel besser.
Und das ist halt das schöne Beispiel. Und so könnt ihr das mit jeder Generation aufführen. Jede Generation hat ihren Bockmist verzapft, aber sie waren halt nicht so schlimm wie die Generation danach. Ne? Weil die Generation danach ist immer die schlimmere. Wer wäre da noch irgendwie ein Beispiel? Also, was auch toll ist, ist natürlich, wenn dann irgendwelche alte Säcke, die mittlerweile ja aussterben, dann sagen, ja, diese Jugend von heute, die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Also, ich denke jetzt an so Leute, die mindestens 90 Jahre alt sind. Und davon hat man halt mal nicht mal viele. Die sterben irgendwie aus. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. jedenfalls sagen die dann sowas, ja, wie kann denn jemand ein anständiger Erwachsener werden, wenn er in seiner Jugend nicht, keine Ahnung, irgendwie gelernt hat, wie man Leute erschießt oder dergleichen. Wisst ihr, das ist die Generation, die irgendwie noch in der guten alten Zeit gelebt hat und in der Hitlerjugend war und dort gelernt hat, wie man halt verdammt nochmal mit Polacken oder sonst was umgeht. Und an denen müsst ihr euch doch mal ein Beispiel nehmen. Ich meine, überlegt mal, was die geleistet haben. Die haben sich mit der ganzen Welt angelegt, haben dafür gesorgt, dass jeder Deutschland hasst, haben einen Krieg verloren. Die haben noch was geleistet. Also das sind perfekte Vorbilder. Und ja, wie wollt ihr vernünftige, verantwortungsbewusste Menschen werden, wenn ihr nicht wisst, wie man jemanden mit bloßen Händen tötet oder so? das kann man ja nicht machen. Und ach, wisst ihr, so ist jede Generation für sich ihr eigenes Problem. Ich denke, es gibt keine gute Generation und es gibt wahrscheinlich auch keine besonders schlimme Generation. Es gibt in jeder Generation Leute, die besonders schlimm sind. Das ist aber was anderes. Es gibt immer Negativbeispiele überall. Und ja, dann zu sagen, das betrifft die ganze Jugend ist scheiße, also die aktuelle, weil die alle gestört sind, funktioniert nicht. Also bei mir jedenfalls nicht. Noch nicht, kommt aber irgendwann mit Sicherheit. Das ist, ich finde das einfach unterhaltsam. Wenn man sich wirklich drüber Gedanken macht, was diese Leute für eine Scheiße erzählen, das ist schon unglaublich, dass denen das nicht peinlich ist, dass sie sowas von sich geben. Ne? Also von wegen, ja, bei uns, wir waren nicht so und bla bla bla. Nee, ihr habt andere Verbrechen begangen, ihr habt andere Scheiße gebaut, ihr habt andere Kackmusik gehört, ihr habt andere, was weiß ich, was für eine Scheiße gemacht und das war nicht besser. Ihr seht's nur anders, weil ihr damit aufgewachsen seid. Ja. Also mach dir wegen deiner schrecklichen Generation keine Gedanken. Ich bin schon froh, dass die aktuelle Generation keine Teletubby-Generation geworden ist. Das ist schon beruhigend. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich auf der Straße rumlaufe und mich Leute mit begrüßen oder so, da hätte ich mir echt Sorgen gemacht. Glücklicherweise hat sich das scheinbar irgendwie nicht zu sehr verbreitet. Also ein bisschen Hirn ist noch übrig geblieben. Bei einigen mehr, bei anderen weniger, aber auf jeden Fall genügend, um nicht so völlig kaputt zu sein. Also, ja, ist okay, denke ich. Die aktuelle Generation ist vermutlich nicht schlimmer als meine Generation. Und meine Generation war ja sowieso die schlimmste, weil das hat man uns immer gesagt. Ach, es ist so schön. Ja, jetzt kann ich das Thema leider nicht noch länger ausführen, noch breiter ausführen, aber ich denke, es ist auch nicht zwingend nötig. Ihr wisst, ihr seid die Schlimmsten und damit müsst ihr halt mal leben. Ihr seid selber dran schuld, dass ihr so ein verkommenes Kackvolk seid und so. Und ja, jetzt kommt klar damit und versucht euch zu bessern. Ach du Scheiße. Okay, schön. Wollen wir nochmal über was anderes reden? Ich glaube schon, oder? Wäre man nicht ganz unangebracht. Was anderes? Was wäre denn was anderes? Schöne Mucke. Enti sagt, ich soll nicht dauernd über die Musik reden, aber wenn sie gerade kommt und mir gut gefällt und so, dann kann ich halt nicht anders. Es ist toll. Und für diejenigen, die keine Ahnung haben, was da gerade läuft, das ist irgendwie die Titelmusik von Final Fantasy auf dem NES, nur halt eine überarbeitete Version von irgendeinem Remake oder was weiß ich was, und ich habe sie nochmal ein bisschen beschleunigt, die Musik an sich, dass sie nicht ganz so getragen ist, weil die NTSC-Version von der Musik vom Spiel ist deutlich schneller als das, was ihr gerade hört, und da kann man sich ja ein bisschen dran orientieren. Sollte aber gar nicht unser Thema sein. Warum beschäftigt sich nix an der alte Sack mit so einem Scheiß?
Und warum fehlt mir eigentlich alles? Warum habe ich kein Glas mehr? Wo ist mein Glas? Hier. Neues Thema. Ich gucke gerade in meine Liste, ich sehe aber nichts. Okay, ich komme auf was von Sidney zurück. Und das hat er zwar nicht geschrieben als Kommentar, dass ich da mal drauf eingehen soll oder so. Glaube ich jedenfalls. Er hat es halt in den Kommentaren erwähnt, einfach mal gefragt, was hältst du von Dark Souls? Grob, sag ich jetzt mal. Und ja, das ist ja auch was, wo man drüber sprechen kann. Der Zusammenhang davon war eigentlich folgender. Ich habe mich über Schwierigkeitsgrade von Spielen ausgelassen, von wegen unfaire Schwierigkeitsgrade und so. Und habe dann sowas erwähnt wie, wenn ich ein Spiel spiele, dann erwarte ich, dass ich durch Beobachtung meiner Gegner erkennen kann, was ich tun muss. Also, dass ich irgendwie sehe, wie ich den bekämpfe und das dann auch durchführen kann. Und da kam halt dann jetzt das Beispiel Dark Souls von Sidney. Ich sag jetzt gleich vorab, damit es unmissverständlich ist, ich habe Dark Souls selbst nie gespielt, keinen der Teile. Gibt ja wohl mal mindestens zwei. Hab's aber durchaus gesehen. Und zwar hat ReAim irgendwann mal seine PlayStation 3 war's oder was hier vorbeigeschleppt. Ja, müsste ein Dreier gewesen sein, ne? Und hat halt Dark Souls dann gemeint, guck dir das mal an. Und ist dann halt zum Boss hingelaufen und hat sich mit dem rumgeprügelt. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also begeistert war ich von dem Spiel zu keinem Zeitpunkt. Nicht mal für eine Sekunde. Was daran liegt, dass alles grau und grau war. Das ist schon mal gleich upturned, finde ich. So, und dann lief der Kampf halt folgendermaßen ab. Rian wusste nicht, was er zu tun hat. Läuft also zu dem Gegner, versucht auszuweichen. Und das klappt mal oder mal nicht. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist er halt sofort mit einem Treffer tot. Und dann geht der Kampf wieder von vorne los. Und das war in erster Linie für mich langweilig. Und er natürlich wurde er mit jedem Versuch besser. Er hat es weiter geschafft, hat dem Gegner mehr Schaden gemacht und so. Aber der Kampf hat sich halt einfach nur ewig hingezogen, ohne erkennbaren Fortschritt. So, und jetzt ist die Frage, was halte ich von Dark Souls? Einerseits muss ich sagen, ist das Konzept genau das, was ich angesprochen habe. Man beobachtet einen Gegner, versteht, wie er funktioniert und kann sich darauf einstellen und dadurch den Kampf gewinnen. Also an sich was Gutes. Jetzt ist das Problem, dass ich es halt nicht selber gespielt habe und deshalb nicht gerade die qualifizierteste Quelle bin, um darüber zu reden. Aber nach dem, was ich halt gesehen hatte in dem Moment, hatte ich den Eindruck, dass das Spiel ein bisschen zu fordernd ist. Wie drücke ich das vernünftig aus? Mir fällt jetzt gerade keine richtig sinnvolle Bezeichnung ein. Fordernd ist eigentlich falsch. Das Problem ist, die Gegner sind zu stabil. Es ist schön und gut, wenn ihr erkennt, was ihr tun müsst, um am Leben zu bleiben und dann irgendwo eine Stelle findet, wo ihr mal angreifen könnt, ohne dass ihr gleich tot umfallt. Das Problem ist aber, wenn ihr das 200 Mal machen müsst, dann werdet ihr irgendwann allein schon, also ich zumindest, wenn ich das Spiel spielen würde, dann würde ich zumindest irgendwann allein schon dadurch, dass mir die Geduld ausgeht, Fehler machen. Scheiße, ich hätte Steine mitbringen müssen, nicht Depp. Das ist natürlich auch nicht hilfreich. Also, wenn ich irgendwann dann da sitze und denke, ich will jetzt endlich den Scheiß hinter mich kriegen und dann mache ich hin und versuche öfters mal einen Treffer zu landen, weil ich keine Geduld mehr habe und dies und das und jenes. Und dann verliere ich letzten Endes genau deshalb, weil ich halt keine Geduld mehr habe, weil ich den Gegner 200 Mal treffen muss, dann bringt mir das nichts. Und vor allem, es ist ja auch bei Dark Souls so, denke ich mal, also nicht bei jedem Gegner zwingend, aber ich denke durchaus bei einigen, dass die ihr Bewegungsmuster auch verändern. Also die machen nicht immer das Gleiche, sondern die sind eher in Phasen, denke ich mal, aufgeteilt. Das heißt, wenn man ein paar Treffer gelandet hat oder so und eine bestimmte Menge an Energie abgezogen hat, dann fangen die an, ihr Bewegungsmuster zu verändern. Wenn ich jetzt aber krepiere, fängt der Kampf ja trotzdem nochmal von vorne an. Das heißt, ich muss die erste Phase trotzdem nochmal schaffen. Das heißt, ich muss 200 Treffer in der ersten Phase landen, dann komme ich in die zweite Phase, werde sofort totgehauen, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Ich weiß ja nicht im ersten Moment, wenn ich einen Gegner das erste Mal sehe, was wird der jetzt machen. Und er killt mich halt mal mit einem Treffer oder im besten Fall mit zwei. Das ist nicht gerade motivierend, meiner Meinung nach, ja. Und klar, schon gar mögen, ne? Ja. Faden verloren. Es ist einfach, meiner Meinung nach, in erster Linie frustrierend.
Weil ihr genau wisst, ja, ich habe jetzt diese erste Phase habe ich geblickt und ich komme in die zweite Phase und bin sofort tot. Jetzt kann ich die erste Phase nochmal spielen, komme nochmal in die zweite Phase, überlebe dann vielleicht für eine Sekunde länger oder so. Aber ich muss das jetzt 100 Mal machen, bis ich das Bewegungsmuster der zweiten Phase verstanden habe und gut genug geworden bin, um den Gegner tatsächlich zu besiegen. Dadurch, dass ich mich halt an seine Bewegungen anpasse und in passenden Momenten angreife und so. Im Prinzip ist das zwar genau das, was ich wollte, was ich gesagt habe, ne? Also ein Gegner sollte so gestaltet sein, dass man lernen kann, wie man ihn besiegt. Aber es darf nicht 100 Jahre dauern. Für mich darf ein Spiel nicht von mir verlangen, dass ich mich Stunden mit einem einzelnen Gegner beschäftige, um zu begreifen, wie man ihn besiegt. Dann habe ich nämlich keine Lust mehr. So einfach ist das. da fehlt mir die Geduld und da fehlt mir auch die Motivation. Und da fehlt mir auch die Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich befürchte, dass Dark Souls extrem stark eben in diese Richtung geht. Aber wie gesagt, das kann ich nur sagen von dem, was ich gesehen habe und nicht aus eigener Erfahrung. Habe ich die eigentlich 2 hochgemacht oder 3? Au. Immer diese Umfallerei. 3. Also muss das hier tatsächlich noch höher werden. Naja. Ja, ansonsten vom Spielprinzip, ja, müsste Dark Souls eigentlich das sein, was ich ansprechen wollte, ne? Aber nicht so umgesetzt, wie es gut wäre. Wisst ihr, wie es gut gewesen wäre, sowas umzusetzen? Für diejenigen unter euch, die Twilight Princess gespielt haben, da bin ich übrigens enttäuscht. Das Spiel hatte Potenzial. Das hat nämlich was gemacht, was andere Zelda-Titel nicht gemacht haben. Es hat Link verschiedene Kampftechniken gegeben. Die waren zwar optional zu erlernen, aber man hatte sie theoretisch. Und diese Kampftechniken waren insofern was Besonderes, dass sie halt im Prinzip darauf ausgelegt waren, dass ihr jeden Gegner, egal wie gut er sich verteidigt, besiegen könnt, wenn ihr nur die richtige Technik zum richtigen Zeitpunkt anwendet. Das war bei Bossgegnern vielleicht begrenzter möglich, aber bei allen anderen Gegnern, die euch halt standardmäßig überall im Spiel begegneten, war das super nützlich, super hilfreich und super gut gemacht. Und da bin ich halt enttäuscht, dass man das nicht auf das gesamte Spiel umgesetzt hat. Das ist vielleicht ein Thema für den nächsten Part. Wäre, denke ich, eine ganz gute Idee. Dann können wir darüber noch ein bisschen reden, bevor wir ein anderes Thema anfangen. Also es ist ja an sich schon ein anderes Thema. Aber bevor ich nochmal eins von euch nehme, reden wir doch mal darüber. Und dann versteht ihr vielleicht, worauf ich raus will. Im Moment könnt ihr es halt nicht so wirklich verstehen, weil ich noch nicht wirklich was dazu gesagt habe, was irgendwie Sinn ergibt. Gut, aber ich denke, die Dark Souls-Thematik ist damit genügend behandelt, oder? Also ich kann nicht sagen, dass ich die Spiele mag oder nicht mag. Ich denke nur, dass ich keine Geduld für sie hätte. und sie sollen ja wohl assi schwer sein. Gut. Mache ich jetzt einen Cut oder mache ich keinen? Das ist hier die Frage, ne? Ist für euch bestimmt auch ärgerlich, wenn ihr da sitzt und ihr wisst genau, ja, er hat jetzt schon irgendwie angedeutet, dass er jetzt gleich den Part beendet. Kann ich schon mal hier auf Vollbild ausschalten und so. Brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann labert der einfach weiter, der Drecksack. Und dann hängt der da noch 5 Minuten dran. Wie kann er nur? Nein! Video geht länger, als es sollte. Nixon, halt dich mal an das, was du sagst. Verdammte Scheiße hier. Okay. Ich halte mich an das, was ich sage. Verdammte Scheiße hier. Also, das war mein Sandkasten. Ich war euer Nixon. Ich sage euch, ciao Leute, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.